Ah, moin moin, herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Jetzt wäre ich aber gerade in Angst geraten, denn das Spiel ließ sich irgendwie nicht mehr wirklich starten. Erstmal willkommen zurück bei Kebab-Chefs, liebe Freunde. Und ja, ich hatte mir eigentlich auch schon was überlegt. Und zwar, wir haben hier die Gourmands. Da haben wir den guten Juan schon bewirten dürfen. Jetzt haben wir hier noch diesen, ja, wie soll ich sagen, Truckerfahrer Toni, keine Ahnung, wer das jetzt so im Genauen ist. Gibt auf jeden Fall einen Backofen, gibt 8 Rezipes. Warum steht da Rezipes? Okay, alles gut. Easy, easy. Ist ja immer noch Early Access und so. Also, Servierung von insgesamt 15 Urfa-Kebabs und Hühnersüppchen. Ja, Hühnersüppchen hätte ich auch gerne. Auch weil das bedeutet, dass so unsere Tomatensuppe, die wir ja erst neu gekauft haben, so ein bisschen hinten runterfällt. Aber wenn die Leute gerne Hühnersüppchen wollen, kriegen sie halt Hühnersüppchen. Die Sache ist, ich glaube, wir können Hühnersüppchen noch gar nicht freischalten, oder? Nee, da. Die haben wir tatsächlich noch nicht. Dafür bräuchten wir 5 Sternchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sternchen wir im Moment überhaupt haben. Sehe ich das denn irgendwo? Nee, nicht Mitarbeiter. Archivmünzen? Nee, auch nicht wirklich. Oh, cool. Wir haben Trinken in der Kneipe. Wir können uns hier jetzt. Wow. Ist nicht euer Ernst. Wo war das? Das war. Inventar. Was haben wir denn? Okay, langsam erstmal. Juan, hat mir das nicht da. Das hat mir doch da aufge. Warum ist das weg? Genauso wie das Handkes, das hatten wir doch. Den Bollermann hatten wir doch da drauf. Okay, egal. Egal, wir machen das. Egal! Wir machen das jetzt einfach nochmal. Also, wir haben hier einmal vom Juan. Dann haben wir. Das Hähnchen haben wir nicht. Dann hatten wir doch irgendeine. Wir hatten doch irgendeine, wie heißt es denn jetzt? So ein, eine Statue. Ja, doch, im Prinzip ist es ja nichts anderes wie eine Statue. Und die hatten wir doch da drauf gestellt. Oder bin ich jetzt deppert? Okay, aber hier verschwinden ja auch Spieße. Also von daher, ja, wir nehmen das jetzt einfach mal großmütig, wie wir nun mal sind, an. Ach du Scheiße, ja. Okay, das ist auch vielleicht passend, aber ja, ach, sagen wir einfach, wir machen das hier und wenn das runterfällt, ist das nicht schlimm. So. Da wissen die Leute auch direkt, mit wem sie hier zu tun haben. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wir müssen unser Restaurant ein bisschen nach vorne pushen. Ich habe noch nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie wir das tun sollen. New. Würde uns das generell was bringen, die Hähnchenbeine? Das ist unser vorbereitetes Süppchen. Wieso dampft das hier raus? Was ist denn hier, was dampfen könnte? Die? Warum ist die? Okay. Naja, ich frag nicht. Also, wir haben hier einmal die Hähnchenbeine. Dann haben wir hier. Ja. Wir haben auch noch ein bisschen Fleisch hier rumfliegen. Unsere köstliche Suppe und ein paar Spießchen. Also im Prinzip können wir alles machen, was wir auch machen wollen. Die Frage ist jetzt, da die ist nicht gut, wenn das rot ist, oder? Lass mal ganz kurz was gucken. Okay, die Kartoffel ist aber in Ordnung. Das will heißen, das ist kacken, egal ob wir da, ob wir das in den Pappkartons lassen oder ob wir das auspacken. Würde ich zumindest jetzt einfach mal so ganz frech behaupten, wie ich bin. In diesem Sinne, was schmeißen wir denn heute dann mal auf die Karte? Komm, dann machen wir auch wieder unser Süppchen sowieso. Dann haben wir einmal lecker, dann haben wir unser Spießchen, das geht hier auch ganz gut. Was haben wir da noch? Hähnchenspieße. Ja, später. Fleisch, komm. Fleisch geht auch immer. Ist ja so ein Dauerbrenner. Und vielleicht. Moment, wie viel haben wir? 3, gell? Vielleicht könnten wir hier noch ein viertes dabei zimmern. Und dann, ja, vielleicht machen wir auch noch, ihr wisst schon, die Hähnchen. Oder die Fritten. Die Fritten gehen auch immer gut. Die Frage ist, will ich jetzt diesen
dieses Fass aufmachen, das hier. Ja, es wäre natürlich schön, wenn ich hier noch ein bisschen mehr Platz hätte. Wenn ich das jetzt alles weghole, das wird doch wieder scheiße. Aber wir machen das trotzdem, komm. Wir machen das jetzt einmal. So, dann ist hier immer noch so eine kleine Kante. Das ist okay, finde ich. Jetzt fällt. Ne, sie fallen nicht runter. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Zeug da runterknallt. Aber das kann da nicht anknüpfen. Warum kannst du da jetzt nicht anknüpfen? Bist ein Schwein. Okay, Öfchen holen wir mal da. Okay. Okay, da können wir so nischen. Oh, mal die Dinger auch noch auf Seite natürlich. Machen wir doch alles. So. Ja, da mit sowas habe ich eigentlich eben gerechnet. Aber wer weiß, vielleicht finden wir hier ja auch den verloren geglaubten Spieß noch irgendwann wieder. Dann holen wir das da erstmal weg. Ach, weißt du was? Schade, geht nicht. Ich dachte, wir könnten die Sachen auch gerade mal in das nicht vorhandene Klo schmeißen können. Der Raum ist sowieso ja ungenutzt, aber irgendwie will das Spiel nicht, dass ich da drüber hüpfen kann. Wahrscheinlich sind wir so jemand, entweder mit Papierbeinen oder wir können nur 20 cm hoch hüpfen. Man weiß es nicht genau. So, da. Da die fliegende Kochplatte ignorieren wir jetzt mal. So. Einmal. Das fällt doch jetzt alles da raus und runter, oder? Das. Nein. Das bringt mich aber zu einer Frage. Hatten wir hier kein Olivieröl bekommen? Doch, haben wir wohl. Er hat's mitgenommen. Hey. So, dann brauchen wir noch einmal eine so eine Küchenzeile. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, so ein offenes Regal. Oder nehmen wir Schubladen? Ich bin mir unsicher. Ich würde sagen, wir nehmen so ein offenes Regal. Gibt es sowas vielleicht auch zweigeteilt? Ja, gibt es. Die sehen alle so grau und hässlich aus hier in dem Katalog. Das ist die wahre Pracht. So, einmal das. Passt da jetzt noch ein viertes irgendwie dabei? Ich bin mir unsicher, aber wir werden das feststellen. Ah, nein, jetzt geht das wieder los. Oh, nö. Ich wollte schon gerade sagen, wenn das jetzt weg ist, nur weil ich mich jetzt verklickt habe. So, da brauchen wir ja noch eins. So eine Anrichte ist das, ne? Da so? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, wo das war. Was ist eigentlich das? Wandgarderobe, okay. Das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht so direkt. Station? Was sind das Stationen? Nein. Da ist es. Verkaufstheke. Jetzt kann ich das wieder nicht drehen. Das ist doch nicht euer Scheißernst. So. Natürlich sitzt die jetzt anders. War doch klar, war doch gewusst. Ja, das passt. Okay, das hier. Und dann kriegst du wenigstens durch. Also gehen tut er. Ach du Scheiße. Gehen tut er in jedem Fall. Jo, dann machen wir noch den Grill. Das hier holen wir selbstverständlich auch auf Seite. Weil da die so an der Ecke einfach gleiche. Das machen wir nicht.
Den stellen wir dafür ein wenig quer. Okay, jetzt sind die scheiß Kohlen schon wieder im Weg. Komm, dann machen wir hier den. Den. Nein! Den. Da war nichts. Ihr habt nichts gesehen. Da ist nichts passiert. Wo ich denn jetzt die Dinger hingeballert? Da. Jetzt sind da übrigens vier. Warum sind nicht nur drei Hölzer? Wird denn hier wieder. Ne, jetzt sind vier Hölzer. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte mich nicht gerade über eine schlampige Zählweise auslassen. Das ist alles in bester Ordnung. Ja, guck mal, sogar das hat funktioniert. Ach, schön. So, die. Ne, die brauchen wir gleich noch für die Fritten. Ich habe extra jetzt drauf geachtet, deswegen habe ich nicht das böse Wort mit dem S am Ende gesagt. So. Jetzt wollen wir hier erstmal Kohlen. Dann wollen wir Hölzkes. Nein, wir machen noch kein Feuer. So, dann brauchen wir den. Den knallen wir direkt mal da drauf. Das hier können wir noch ein Stück hier rüberholen. Dann sieht das auch nicht ganz so zusammengestaucht alles aus. Die könnten wir eigentlich. Danke für das Gespräch. Auch noch darüber holen. Nein! Bitte sag mir. Oh Gott, bitte fallen. So, dann ist das hier auch nicht alles so beieinander geknallt und geklatscht. So, das packen wir auf mit Öfgen. Von wegen Öfgen Herdplatte. So, dann können wir das hier schon mal anfeuern. Die brauchen wir natürlich auch. Ich habe das blöde angeordnet. Also, das spielt aber auch keine Rolle, ehrlich gesagt. So. Dann machen wir da mal direkt an. Den Kühlschrank haben wir passenderweise offen gelassen. Warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? Was ist denn das jedes Mal? So, jetzt. Das können wir wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit kochen lassen. Das finde ich gut. So ein normales Tellerchen. Und ihr so? Alles senkrecht. Ich weiß nicht, ich war auch vorhin noch, sagen wir mal, ich musste mich noch um kleinere Katastrophen kümmern. Kennt ihr das, wenn so am Tag wenigstens einmal, wenn ihr da so richtig Glück habt und passiert was Gutes? Ich eigentlich auch nicht, aber diesmal ist tatsächlich was Gutes passiert. War so ein bisschen so ein Moment von, ich muss noch kurz die Welt retten. Und deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, komm, machst du einfach noch eine Folge Kebab-Chefs, ballerst da einfach dran und guckst einfach mal, ob irgendjemand Böckchen hat, vielleicht noch eine Runde vorbeizugucken. Also wenn wir die Fritten vielleicht noch auf die Karte setzen, dann wäre vielleicht unbedingt verkehrt. So, einmal das. Och. Ja, ne, perfekt, aber okay. Ich habe mir übrigens gedacht, es gibt ja hier diese Mikrowelle, die möchte ich ja auch noch unbedingt haben, weil ich in der Hoffnung bin, dass man dann ja wenigstens ein paar Sachen zubereiten kann und knallt die dann einfach in die Mikrowelle. Ist zwar jetzt nicht unbedingt Sterneküchen-Style, aber Moment, ich muss mich konzentrieren. Das ist sogar ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Sterneküchen-Style, aber da kam dann noch irgendwas dabei, ne? Aber wenn das funktioniert, können wir natürlich auch mal mehr wie drei oder vier Gerichte jetzt machen. Also vier bilde ich mir ein, das kriegen wir noch irgendwie hin. Was ist denn hier mit der Dingens, mit der mittleren Maustaste los? Geht ja gar nicht mehr richtig runter. So, Suppenteller übertragen, Mischung heiß servieren. Kam da kein? Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass da Petersilien noch dabei kam. Petersilienstück, da ist es doch. Zup. So, heiß servieren. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das jetzt schon wieder kalt geworden ist.
Gut, dann ist das jetzt kalt. Komm, kann ich mit klarkommen? Muss ich irgendwie jetzt mit klarkommen? Gut, was haben wir sonst noch? Wir haben noch das Fleisch. Haben wir. Geh doch mal weg. Wir haben noch das Fleisch und wir haben noch das Spießchen. Das heißt, wir können hier schon mal anfeuern. Ofen, Ofen, Ofen. So, dann einmal das Fleisch. Dann brauchen wir noch ein Tomätchen. Und wir brauchen noch hier so grünes Gedöns für den guten Willen zu zeigen. Tellerchen holen wir auch schon mal mit. Zack. Drauf damit. Drauf damit. Das schmeißen wir gleich direkt mal auf die andere Seite. Hurra, hurra, die Küche brennt. Drehen wir das Ganze direkt. Auch gleich noch zersäbeln. Wer macht da drin? Tomate oder Steak? Tomate oder Steak? Beides. Ich glaube aber die Tomate war ein Müh früher fertig. So. Drupp. Ne, Moment, zwei Stück sind das, die da einfach so drauf kommen. War noch zwei, gell? Jetzt weiß ich schon die einfachsten Gerichte nicht mehr. Zweimal. Jo. So, her damit. Drauf. Die gegrillte Fleisch. Das hat ihr aber auch schon mal besser hingekriegt. So, und ein Spießchen machen wir noch. Dann brauchen wir einmal dich. Ja, die Unterlage ist immer noch keimfrei. Dann brauchen wir den. Das sind zwei, gell? Ja. Und wir brauchen Dane. The Great Dane. So, den da drauf. Das da drauf. Und das da drauf. Wenn wir uns das Gericht auch gleich mal anhaken. Da dürfte ja gleich zu fluppen sein. Flupp. Haben wir schon mal ein Tellerchen. Hat jetzt so eine. So, oh Gott, ist der riesig. Da höre ich auch auf. Nein, wir nehmen einen normalen Teller. Das dürfte auch dicke reichen. Wieso wird eigentlich bei dem das angezeigt, wenn er fertig ist? So. Knoblauchscheiben. Und das Spießchen. What? So. Dann positionieren wir das auch noch. Ja, guck mal. Sieht doch geil aus. So. Das Spießchen könnten wir eigentlich auch direkt wieder befeuern. Und das hier können wir mal ausmachen, ganz ehrlich. Auf die Dauer macht einen das Gesumme ja auch so ein bisschen kirre. Irgendwie habe ich den Eindruck, da ist jetzt wieder mehr drauf wie vorher. Ist das vielleicht nachwachsendes Hackfleisch? Das wäre natürlich geil. So, machen wir aus. Machen hier mal. Ja, alles ist da. Oh, uff. Moin. Immer herein. Ihr dürft auch reinkommen. Das ist voll okay für mich. Spießchen, sehr gute Wahl. Perfekt. Auch Spießchen, einmal Fritten. Das heißt, Spießchen können wir eigentlich auch schon fast mal wieder bereitlegen. Oh Gott, ich habe keine grünen Chilis mehr. Knoblauch, das. Da machen wir mal zu. Ein Spießchenhalter wäre vielleicht auch so langsam mal eine coole Geschichte. So, nur noch einmal Dingens da. Geld her, auf Wiedersehen. Der nächste. Geld her. Ja, das Ei holen wir uns gleich. Die Eier des Tigers, die nehmen wir natürlich auch mit. Du auch. Hervorragend. Gerne. Auf Wiederhören. Und da haben wir auch noch jemand. Her damit. Und tschüss.
So. Was hat die sich jetzt... Ne, die hat sich keinen Spieß geholt. Das hätte ich gehört. Jetzt hat sie den Spieß geholt. Wenn ich hier übrigens ein bisschen leiser mal sein sollte, das ist selbstverständlich nicht böse gemeint, dann habe ich einfach nur ein bisschen Stress und muss mich einen ganz kleinen Tick konzentrieren. Das Ei holen wir uns gleich, da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. So, direkt da drauf, das. Den zerhacken wir noch. Den zerhacken wir gleich noch kurz. Mal hier noch den hackfleischhassenden Zerhacker. Ja. Alles mit der Ruhe. Alles mit die Ruhe. So. Grillteller. Der sieht sogar besser aus wie vorher. So, her mit dem Geld. Oh, du auch. Her damit. Raus aus dem Laden. Ja, nimm dann noch ein Bonbon mit, ist mir Latte. So, rein damit. Keine Teller mehr. Ah, oh Gott. Ich brauche unbedingt ein zweites Tellerregal. Oh Gott, ich brauche so dringend ein zweites Tellerregal. Oh Gott, da hat wieder einer Müll hingeschmissen. Und ich glaube, so langsam bräuchte ich tatsächlich mal eine Hilfe hier für den Abwasch zumindest. Für die Scheißarbeiten kann ich mal gerne jemand einstellen. Ja, her damit. Nein! Du möchtest auch bezahlen, das sind wir die liebsten Kunden. So, du willst jetzt bestimmt auch bezahlen. Wie kann man nur so ein muffiges Gesicht haben? So, du möchtest ein Spießchen, das ist gut, dann gehen die auch wieder weg. Einräumen. Das wäre natürlich jetzt noch sagenhaft, wenn du hier einzeln für die Teller vorsorgen müsstest. Ich glaube, dann hättest du hier so ein richtiges Problem. So. Yeah, level up. Ich glaube, eben war auch schon mal eins, gell? Irgendwas ist leer. Das Rücken. Okay, wir verfallen aber jetzt noch nicht in blinde Hysterie, nur weil die Fritten fehlen. Da gucken wir erstmal, ob noch irgendwer Fritten haben will. Ja, nimm dir noch einen Bonbon mit. Finde ich auch gut. Hat wieder irgendeiner seine Scheiße liegen lassen. Das ist sagenhaft. Alte Damen und Taschen werden hier direkt weggeschmissen. Wunderbar, der letzte geht. Der Tag ist rum. Rechnung aufgegangen, Fritten sind sogar noch einmal da. Machen wir mal welche nach. Das ist ja flott hier gemacht. So. Fleisch haben wir jetzt noch einmal da. Tomätjes haben wir sowieso. Der Ofen ist auch raus. Das ist gut. Können wir noch ein bisschen von dem nachwachsenden Hackfleisch hier verarbeiten. Und das wieder da reinschmeißen. So, die Suppe, die packen wir natürlich auch wieder in den Kühlschrank. Sonst, glaube ich, ist das nicht unbedingt geil. So, ansonsten noch ein bisschen waschen und dann passt doch eigentlich alles. So. Ich bin übrigens dafür, dass man hier auch
Ups, dass wir hier auch mal so eine reine Deko-Folge irgendwo demnächst machen. Also halt eben, verstehst du, dass man einfach mal guckt, da wollte ich hin. Dass man einfach mal guckt, wie wir das hier vielleicht ein bisschen schöner wie jetzt an der Autobahnraststätte einrichten können. Und vor allem, dass wir vielleicht dieses gruselige Zimmer hier mal in ein Klo zumindest umbauen. Oder vielleicht ich weiß gar nicht, brauchen die ein Klo? Weil irgendwie, das wurde noch nicht wirklich im Spiel thematisiert, also. Vielleicht brauchen sie ja tatsächlich keins, oder zumindest im Moment noch nicht. Kann ja auch gut sein. Vielleicht könnte man da ja so eine Art. Obwohl. Ich war jetzt gerade gedanklich dabei, da draußen so eine Art Vorratskammer zu machen, aber. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die cleverste Idee. Weil da musste jedes Mal da rumeiern und musste da und hier und dann Tür wieder auf. Und ah, wo ist es denn? Ach, da hinten. Im Westflügel. Vielleicht auch nicht unbedingt die cleverste Idee. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. So, den packen wir auch in den Kühlschrank, damit es dem weiterhin gut geht. So. Was können wir denn morgen hier. Was ist denn hier jetzt auch noch alles dabei gekommen? Irgendwas mit 10? Was ist denn hier 10? Ich weiß es nicht. Wie ist das eigentlich mit dem Getränkekühlschrank? Ist das so selbstbedienungstechnisch? Ist das für Gäste oder? Ich weiß es nicht. Ich probiere das jetzt aus. Wow. Okay, Freshy. Boah. Hat so ein bisschen Autobahnflair. Ich bin early. Okay, da können die sich dann irgendwie was rausholen. Ja, aber wirklich so ein bisschen Autobahnflair. Können wir den vielleicht. Nee, das sieht ja mal richtig scheiße aus. Also erstmal, wir kaufen das Ding. Das ist mal ganz sicher. Dann, angesichts unserer Kohlen, würde ich sagen, wir kaufen uns auch mal die Mikrowelle, weil die will ich unbedingt haben. Das Ding hier wäre vielleicht auch nicht unbedingt die dümmste Idee. Muss ich mal gucken. Bin ich mir noch nicht so ganz 100% mit. Mal sehen. Was haben wir denn sonst noch? Außenbereich. Brauchen wir eigentlich nichts. Einfache Fensterrahmen. Wir brauchen keine Fenster. Die Leute sollen unser Essen angucken. Dann haben sie auch was zu tun. Ja. Oberflächen. Wie siehst denn du aus? Ist ja genauso schrecklich, nur in hell. Aber hell ist generell ja schon schön, aber. Das sind ja alles so schrottige Dinger. Warum ist denn das so? Das ist denn hier nichts Hübsches? Teppichboden. Ne, Teppich ist. Bei Restaurant, ja, aber. Ich sehe uns jetzt im ersten Moment mal noch nicht als ein Restaurant. Ich sehe uns im Moment als eine bessere Frittenbude. Das ist kein Laminat, das ist doch nur wieder Holz. Oh, Laminatboden. Aber warum ist das ein Holzmuster? Buntes Teppichmuster? Nee. Teppich, Teppich. Teppich. Kalksteinboden. Oh, Kalksteinboden könnte auch schick aussehen. Wie sind das? Sagen wir mal so, für den Boden würde ich das einsehen. Hier finde ich das eher so schwierig, sage ich jetzt mal. Was haben wir denn für schöne Tapeten? Haben wir überhaupt schöne Tapeten? Farbige Holzbretter. Na toll. Wieso kann ich denn hier alles nur irgendwie in so einem komischen Landhausstil machen? Blumenmuster. 200 pro Tapete? Jetzt vielleicht auch ein bisschen drüber das Ganze. Wo waren wir jetzt? Oberflächen.
Wie sieht denn sowas hier aus? Ach, das finde ich aber eigentlich ganz hübsch. Da können wir vielleicht sogar so einen hellen Fußboden mit reinholen. Warum die Fußbodenleiste dann dunkel ist, erschließt sich mir zwar. Das ist tatsächlich pro Stück auch shit. Können das im Moment tatsächlich machen, aber ich finde den Preis ein bisschen heavy. Der schreckt mich dann doch ein bisschen ab. Wie kriegen wir das hier denn jetzt besser aufgeteilt? Können wir das? Ne, das können wir auch nicht versetzen. Das ist ausgesprochen schade. Wir könnten, weil hier ist ja noch Platz. Wir machen das hier ganz anders. Und zwar machen wir das hier so. Das muss jetzt im Moment nur mal auf Seite sein. Da die Mucheck, das kriegen wir auch hin. Hoffentlich, oh Gott. Hoffentlich fällt gleich nicht alles aus dem Kühlschrank. Bitte lass nicht alles aus dem Kühlschrank fallen, sonst kriege ich ja was Wein. Fällt doch jetzt bestimmt alles da raus. Es fällt nicht raus, oh Gott sei Dank. Hä? Warum ist das so? Okay, kann ich den dann wenigstens da dran anknüpfen? Nein, kann ich auch nicht. Toll. Ja, das ist okay für mich. So, das Regal. Oh, mein Stück da. Oh Gott. Ja, irgendwas muss ja noch anfangen zu fliegen. Erstmal darüber. Das machen wir gleich. Die holen wir jetzt mal da weg. Das können wir so nicht wegholen. Den können wir so auch nicht wegholen. Gut. Dann den erstmal da raus. Dahin. Eigentlich brauche ich mir das Radio hier überhaupt nicht, denn ihr habt ja Radio Bärchen laufen und ja, das ist ja im Grunde völlig unsinnig hier für das Spiel im Moment. So, da. Jetzt muss ich ja nur noch darüber fummeln. So, passt das so? Ja, das sieht gut aus. Und dann. Sage ich mal oben. Ne, Oberflächeneinrichtungen. Warteinrichtungen, wo das. Nein. Doch. Und zwar hier so ein Eckteil. Warum knüpfst du das jetzt nicht da dran? Ah, okay, man muss. Ich hätte es auch. Ja, ich hätte es aktivieren sollen. Gebe ich mir die Schuld für. Ist okay. Mein Fehler. So, die wieder da rein. Ja, jetzt können wir uns hier noch ein paar Oberflächen kaufen. Und zwar, ich hätte hier gerne Schränke mit Schubladen. Weil das geht die verehrte Kundschaften kack an, was da drin ist. Da hinten setzen wir dann nämlich den hier hin. Aber nicht so, sondern so. Was verstehst du denn an dem Konzept hier jetzt gerade nicht? So.
Und jetzt sehen wir gleich, ob ich halbwegs wenigstens anständig gearbeitet habe. Vermutlich nicht, aber mal gucken trotzdem. Überhaupt nicht. Gut, dann. Machen wir den nochmal da raus. Den holen wir auch mal da raus. Dann holen wir uns das Eckstück wieder. Gucken mal, wo wir damit hinkommen. Und dann können wir den doch ziemlich einfach daran anknüpfen. Das überragt jetzt, oder? Ja, ein bisschen. Das ist aber ehrlich gesagt, fällt das auf. Ja, hier, oh Gott, ja, natürlich fällt das auf. Da fällt das, oh, ja, und wieder da auffällt. So, dann. Okay, das ist nicht so gewollt, aber. Mache ich jetzt das Fass auf, das mehr. Ach komm, wir machen jetzt hier noch so eine Umstrukturierungsfolge. Das machen wir jetzt einfach noch so als zusätzliches Gimmick mit dabei. Nee, da am besten mal nicht hin, da arbeiten. So, wenn die hier, die sitzen ja so halbwegs in Ordnung. Wenn ich jetzt sage, dich setze ich da dran. Wenn ich sage, du kommst nicht so, sondern anders. Also genau so, nur anders da dran. Ich kann nicht über den Tresen hüpfen, das ist ja furchtbar. Also wenn ich das im Realen schon nicht schaffe, wäre doch wenigstens schön, wenn ich das hier hinkriegen würde. So, dich hole ich da weg, dann kommst du. Du wirst da hingesetzt. Ich vergesse das auch immer wieder irgendwie. So, Lernkurve ist hier absolut eine Gerade. So, rüber damit. So, dann. Da ragt doch jetzt schon wieder da rein. Warum ragt denn das da rein? Weil ich die hier noch versetzen muss. Etwa, ich hab nicht nachgedacht. Also ist nichts Neues, aber ich hab nicht nachgedacht. Den kann ich gar nicht so locker da reinstellen, weil erstmal muss der weg, dann der. Den setzen wir so dahin. Dann ist der ziemlich press an der Wand. Das ist okay für mich. Dann der. Dann der da drüben. Warum? So, den holen wir da raus. Dann den. Nein. Den. Und dann werden wir den ganzen Quatsch hier noch anpassen müssen. Also sprich, ja, da brauchen wir ja auch noch einen. Wir brauchen noch einen zusätzlich. Den dahin. Dann den hier. Den nochmal dahin. Dann müssen wir das hier noch ein Stück versetzen. Und zwar, ja, das war doch schon super eingepasst. Wieso passen die denn jetzt? Was? Bitte was? Okay, ist für mich fein. Ist für mich voll fein. Könnt ihr gerne so tun. Wir können. Warte, wir machen das anders. Und zwar holen wir den Grill. Den machen wir hier hin. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die cleverste Lösung. Wir machen das aber trotzdem. Ja, okay, jetzt weiß ich auch, warum das so
so funktioniert hat. Das sieht nämlich scheiße aus. Ja, das sieht richtig scheiße aus. Warum das hier aber richtig sitzt, verstehe ich dann nicht. Weil es sich hinten an den, ja, orientiert sich hier an den, nicht an der Theke. Wie schön, dass auch wieder keine Zeit vergeht, nicht, dass gleich wieder die nächsten Kunden vor der Tür stehen. Oh, den ganzen Quark zwar noch, ja, wir müssen nochmal einräumen, aber das kriegen wir jetzt auch hin. Her damit. Nee, am besten nicht da, sonst fliegt er gleich ein drittes Mal am Boden. Das schwebende Schneidebrett ignorieren wir jetzt mal ganz gekonnt. So, das. Da ist doch ein gutes Stück, der da, dass sich das Ganze hier versetzt. Wir holen auch nur das auf, was auch wirklich runterfällt. Wir wollen jetzt hier keinen riesen Geschiss, deswegen. So, das. Das kann alles schweben, das ist gut. Da, das Ding hier. Da kannst du da oben ein bisschen rumdudeln, das ist mir dann recht. Die Schüsseln hier. Setzen wir mal dahin. Vor allem die Schüsseln. Du kannst dahin. Dann räumen wir den Quark hier wieder ein. Und den Apfelwein auch. Oder an einen Witcher-NPC. Quark und Apfelwein. So. Wer sich jetzt fragt, was redet der eigentlich für einen Stuss? Das ist ganz einfach. Es gibt irgendwie so den Prunk-NPC schlechthin in Witcher 3 Wild Hunt. Und zwar ist das der Händler beim Roten Baron da oben in der Ecke. Ich weiß nicht, den fand ich immer seit jeher so voll zum Brüllen. Weil wenn du den anquarkst hier, erstens mal, der sieht aus wie der letzte Schmierige. Und dann kommt er immer, wie wär's mit Quark oder etwas Apfelwein? Ich fand den herrlich. Ich hab den voll gefeiert, den Typ. Halt, hier hin. Deswegen, Quark und Apfelwein gehört für mich voll zusammen. So, nochmal hier ran. Ran, noch ein Stück. Vorsicht. Klick. Das war überhaupt nichts. Das wäre jetzt natürlich noch gut, wenn ich sehen würde, wo ich damit bin. Also das hier sieht für mich jetzt so persönlich erstmal aus, als würde das passen. Das passt auch. So, damit auf anknüpfen. Halt. Halt. Alter, setz den Scheiß doch. Na also. Manchmal musst du dich einfach nur beschweren, damit das funktioniert. Also quasi wie im richtigen Leben. So. Ja, guck mal, das hier. Jetzt hast du doch hier richtig Platz. Jetzt kann die Fritteuse da auf die Seite. Hier direkt bei Wasser, damit da nur ja Wasser in das heiße Fett kommt. Den haben wir da sowieso in der Ecke. Das können wir ja gerne hier lassen, damit wir was sehen. Das ist hier in Ordnung. Da haben wir die Kühlschränke, das ist auch in Ordnung. Der kommt aber wieder hier weg. Und zwar, der kommt da irgendwie. Der andere, den ich glaube, dass wir ihn mal hatten, irgendwie scheinbar jetzt nicht mehr da ist. Setzen wir den da hin. Die Küchenmaschine, die kann auch da weg. Die brauchen wir nicht so häufig. Eigentlich würde die Fritteuse sogar noch mehr Berechtigung auf der Frontseite haben wie das Ding. Die können wir auch hier hinten hin verbannen. So, da kann die hier gemütlich vor sich hin köcheln. So, jetzt haben wir hier endlich mal Platz. Ja, doch, das gefällt mir persönlich schon entschieden besser.
könnte hier sogar noch ein Ding dran machen und ich weiß ja vielleicht noch irgendwas dazu. Ich weiß es noch. Mal gucken. Aber was ich noch mal gucken wollte, gibt es denn wirklich gar keine Möglichkeit, hier irgendwas doppelt? Nee. Also so überhaupt keine Möglichkeit. Okay, das ist aber wild. Moment. Hä? Hä? Wieso schreibst du denn jetzt nicht mehr? Ach so, wegen hier. Das ist nicht so hübsch, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, doch, das kann man schon so. Man kann es so anbieten. Es wäre natürlich noch schön, wenn ich irgendwie so eine Beleuchtung oder was hätte. Das wäre noch richtig schnieke, aber ich befürchte. Oh, geil, eine Shisha. Ich befürchte, da werden wir nicht viel Erfolg mit haben. Oder was ist das denn? Kann ich eh noch nicht machen. Hätte ich aber gern. Sieht nämlich aus wie eine Lampe. Hintergrund. Dekoration, Text. Also sagen wir mal so, das kannst du für 10, kannst du das hier durchaus machen. Dann gucken wir uns gleich mal bei Licht an und dann entscheiden wir das nochmal. Also generell, doch, gefällt mir besser, gefällt mir viel besser. Komm, wir machen hier noch eine Arbeitsplatte dabei. Gibt ja vielleicht so was wie ein Abschlussstück, das wäre noch ganz cool. Offensichtlich nicht. Ich hätte doch. Ja, ich hätte natürlich auch da so ein Ding hier in der Ecke einsetzen können. Da hätte ich mir hier die Bastelei ein bisschen erspart, aber. Ach komm, was soll's. Was soll's denn? Wenn ich das hier jetzt nehme. Und setzt das hier dran. Ist das direkt da dabei? Das ist natürlich nicht unbedingt clever. Komm, dann setzen wir den hier. Ne, den kannst du da nicht weit rüber setzen. Oh Gott, wo ist denn jetzt die Schüssel hin? Schüssel, lass mich nie im Stich. Geht aber. Kann man machen. Also, kann man anbieten. Doch, finde ich schon. Könnt hier auch noch vielleicht so Tischchen oder. Aber da gucken wir mal. Ach so. Ah ja, hier war ja auch noch was. Ne Kühlschrank. Den setzen wir dann hier hin. Dann können die. Oh Gott, sieht das hässlich aus. Ja gut, die Leute nehmen sich ja selbst. Ne, dann ist es vielleicht Sinn. Ich bin mir unsicher. Oder hier so. Ich weiß, das sieht dann aber auch so zugeklumpt aus irgendwie. Ne, eigentlich wäre hier tatsächlich am sinnvollsten. Also wenn die Leute sich da schon selber was nehmen sollen, dann macht das hier vielleicht am meisten Sinn. Ich denke mal, das wird sich aber auch dann noch genauer zeigen. So, da haben wir unser Gewürzregal. Hier könnten wir vielleicht noch. Haben wir irgendwelche Blumen oder so? Irgendwas? Das wäre doch auch noch so eine Idee. Stände, Schild, Oberfläche, bla. Besonderes. Was haben wir denn hier? Wie
groß bist du? Ein Häschenbusch. Weiß ich nicht. Ach, das hier sind die. Ja, das sind die Special-Dinger. Wollen wir denn. Wollen wir denn hier noch normal? Wow. Bärchen. Bärchenliebe. Wie wird denn mit. Okay. Der ist kleiner als ich erhofft habe. Also sonst hier irgend. Hier ist eine fette Schieche. Ach ja, von wegen Fett. Aber sonst irgendetwas. Nein. Aber keine Blümchen oder so. Wieso haben wir keine Blumen? Heinrich, da sind Blumen. Das habe ich in ähnlicher Form vielleicht sogar schon mal so gesehen. Wäre möglich. Bin mir gerade unsicher, wäre aber, oh Gott. Wäre aber durchaus möglich. Wie siehst denn du aus? Nee, das passt wiederum nicht. Wie sieht das aus? Das passt überhaupt nicht. Nee, Ed hier. Der, Ed ist. Ja. Ja, warum denn nicht? Doch. Doch, das kann ich mir sogar so vorstellen. Wir haben nur 6000. Sollen wir hier tatsächlich jetzt noch so was wie ein Klo mal hinstellen? Also ich bin immer noch am Überlegen, aber nee, das hier machen wir nicht zu einer Abstellkammer. Außenbereich Stände, wo war denn jetzt das Besondere? Oh Gott. Außenbereich, nein. Das? Nee. Nee. Ich kann mir das aber auch echt nicht merken, ne? Aufbewahrungsgedönse ist es hier auch mit Stationen. Nee, nee, nee. Oberflächen. Apropos, sag mal, wo sind denn eigentlich unsere Teller hingekommen, die wir hier so kurioserweise zu viel gekauft hatten? Irgendwie. Ich meine, weil ich hier gerade so einen Tellerschrank gesehen habe. Da war doch irgendwas, da haben wir die verhökert. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Was haben wir hier überhaupt? Football Trophy? Uff. Komm, ich muss dich doch irgendwie da drauf platzieren können. Ich will das aber da oben drauf, Mann. Na also, geht doch. So, wo haben wir denn jetzt? Also Einrichtung. Zündet hier hinten. Das ist so Open Air Gedönse. Lämpchen. Ja, müssen wir auch mal noch drüber reden. Hier war der Kram doch. Ein Waschbecken. Oh Gott, wie sieht denn das aus? Hier so. Oh Gott. Alter, du willst mir doch nicht erzählen. Das. Wer will mir das erzählen? Oh Gott, warum? Wieso sitzt das Waschbecken denn in der Mauer? Ich krieg das aber auch nicht anders dahin. Jetzt habe ich dieses Waschbecken hier in der Mauer sitzen. Das ist doch nicht euer Kackernst. Wie sieht das denn? Nur mal so. Das verschwindet überall in der Wand. Was?
Ne, ganz im Ernst. Dann schenken wir uns das. Also, das sieht so kacke aus. Ne, damit kann ich mich nicht abfinden. Gut, egal. Wir machen jetzt hier erstmal Licht aus. So, hat sich das Thema auch schon erledigt. So, und ich gehe jetzt auch heim. Ich gehe noch nicht ganz heim. Ich gucke erstmal noch, ob ich noch irgendwas für morgen brauche. Wir haben also noch Suppe, wir haben noch Fleisch, wir haben noch Spießchen, zwei Stück, wir haben noch Hackfleisch, wir haben noch Fritten, wir haben noch Hähnchen. Ist noch alles da. Das heißt, wir müssen noch nichts großartig einkaufen, finde ich gut. Oh, Alter. So, jetzt haben wir auch eine Doppelfolge hier draus gemacht. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das jetzt tatsächlich eine Doppelfolge geworden ist und dass wir jetzt hier so ein bisschen quasi Bauen noch hinten dran gehangen haben. Ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ach so, ich wollte ja noch das Schild angucken. Ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und... Ja, guck mal, das kann man aber machen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge von Kebab Chefs wieder mit dabei oder bei einem anderen Projekt auf dem Channel. Schaut gerne mal rein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche und wie üblich einen wunderschönen und leckeren Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.